Ich war in einer Wüste unterwegs und habe mich hingesetzt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich an diesem Tag dem Tod vielleicht nur knapp entronnen bin. Ich war an diesem Ort vor ein paar Jahren, weil ich dort Klapperschlangen suchen wollte. Und schon am ersten Tag begegnete ich dieser Pazifik-Klapperschlange, die den Weg überquerte. Klapperschlangen sind über die Vereinigten Staaten bis runter nach Südamerika verbreitet. Hier war ich übrigens in Oregon unterwegs. Diese Schlangen sind nicht aggressiv, solange man einen gesunden Sicherheitsabstand einhält. Wenn man ihnen zu nahe kommt, beginnen sie zu rasseln. So hörst du sie früh genug. Wenn man sich in ihrem Lebensraum richtig verhält, passiert einem nichts. Aber wenn du von so einer Schlange gebissen wirst, hast du ein Problem. Das Gift der Pazifikklapperschlange verhindert die Blutgerinnung und zerstört Muskelzellen und Blutgefäßwände. Wenn du gebissen wirst, merkst du es sofort, denn es ist sehr schmerzhaft. Nur wenige Minuten nach dem Biss wirst du geschwollen, fängst an zu schwitzen und dein Herzschlag beschleunigt sich. Nach dem Biss einer solchen Schlange kannst du deinen Finger, deine Hand und im schlimmsten Fall sogar dein Leben verlieren, wenn du nicht rechtzeitig ein Antiserum bekommst. Allmählich brach die Dämmerung über das Land herein. Diese Gegend wirkt ziemlich geisterhaft, wenn das Licht des Mondes durch diese toten Bäume hindurch scheint. Noch unheimlicher wurde es, als ich plötzlich Schritte hörte. Irgendetwas bewegte sich auf mich zu. Und dieses Etwas entpuppte sich schließlich als ein harmloses Reh. Ich blieb ganz ruhig, denn ich wollte es nicht erschrecken. Und als die Nacht hereinbrach, ging es mit den Reptilien erst richtig los. Eine Katzennatter kreuzte meinen Weg. Und schon nach kurzer Zeit begegnete ich noch mehr Klapperschlangen. Am nächsten Tag war ich ziemlich müde, weil ich die Nacht kaum geschlafen habe. Aber ich wollte unbedingt noch mehr Tiere finden und so setzte ich meine Reise fort. Die Hitze war an diesem Tag nahezu unerträglich. Irgendwann stiegen die Temperaturen bis auf über 45 Grad Celsius. Ich war später am Tag so dehydriert, dass ich irgendwann Halluzinationen bekommen habe. Das werde ich dir aber in einem anderen Video mal genauer erzählen. Irgendwann machte mir die Hitze zu schaffen und ich musste mich kurz hinsetzen. Bevor ich mich hingesetzt habe, habe ich geschaut, dass ich mich nicht irgendwie auf eine Schlange draufsetze. Und da war auch keine Schlange, dachte ich mir zumindest. Was ich nämlich nicht bemerkt habe, war, dass genau neben meinem Oberschenkel eine kleine Höhle war, die in die Erde geführt hat. Und plötzlich kam aus genau dieser Höhle eine Klapperschlange heraus. Offensichtlich habe ich sie aufgeweckt und sie wollte mal schauen, was da so los ist. Die Schlange befand sich nur wenige Zentimeter direkt neben meinem Oberschenkel. Zu diesem Zeitpunkt war ich mehrere hundert Kilometer entfernt vom nächsten Krankenhaus. An diesem Ort gebissen zu werden, würde nichts Gutes bedeuten. Und so bin ich ruhig geblieben, wie eine Statue. Nur meine Kamera habe ich ein wenig bewegt, um die Schlange auf Video festzuhalten. Bis dahin schien sie sich von meiner Anwesenheit nicht gestört zu fühlen. Sie beobachtete mich. Und ich beobachtete sie. Zum Glück habe ich sie früh genug gesehen. Nach wenigen Minuten zog sich die Schlange wieder in ihre Höhle zurück und ich atmete auf. Etwas weniger Glück hatte ich bei dieser Speikobra. Ich habe nicht aufgepasst und sie hat mir direkt in den Mund gespuckt. Und ich habe das Schlangengift auch noch versehentlich verschluckt. Wenn du wissen willst, was dann passiert ist, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann!